Steuerberater versus Steuerexperte, ist das das Gleiche? Nein. Welche Unterschiede es hier gibt und welche du auf jeden Fall kennen solltest, um teure Fehler zu vermeiden und wie du den richtigen Steuerberater findest, erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist David Kasper. Ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köber Partner Steuerberatungsgesellschaft und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihre Steuern. Heute in diesem Video wollen wir uns mal den Unterschied anschauen zwischen Steuerberater und Steuerexperten. Ist das das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Denn ein Steuerberater, das ist ein geschützter Begriff, oder Steuerberaterin, das ist ein geschützter Begriff, vom staatlich geschützt. Es darf sich nicht jeder Steuerberater nennen, sondern nur, wenn man eine gewisse Ausbildung mit sich bringt. Also zum Beispiel ein Studium abgeschlossen hat, dann gewisse Berufserfahrung in der Praxis mit sich bringt und dann das Steuerberaterexamen erfolgreich bestanden hat mit der mündlichen Prüfung, dann darf man sich als Steuerberater bestellen. Es gibt noch andere Wege, wie man zu dem Titel kommen kann, aber nur durch staatliche Anerkennung oder durch staatliche Bestellung von der Steuerberaterkammer darf ich den Titel offiziell führen. Das heißt, das ist auch ein Garant dafür, dass eben, wenn sich einer als Steuerberater erkenntlich zeigt, eine gewisse Fachkompetenz mit sich bringt, und zwar meistens eine hohe Fachkompetenz mit sich bringt, weil eben diese Prüfungen, um den Titel zu erlangen, jetzt nicht die einfachsten sind. Und das ist auch wichtig. Denn damit, deswegen ist es auch ein geschützter Begriff, genauso wie es beim Rechtsanwalt ist oder auch ein Arzt, ein Doktor, der darf sich natürlich auch nur den Titel oder darf sich auch nur so nennen, wenn er die staatlichen Examen bestanden hat und die staatlichen Titel dann auch führen darf. Warum? Weil dadurch will man natürlich auch zeigen, hey, der hat eine gewisse Grundausbildung, der hat eine hohe Fachkompetenz, der kann den Beruf auch und deswegen kriegt er auch diesen Titel. Im Umkehrschluss heißt das, als Steuerexperte, das ist kein geschützter Begriff. Also wichtig ist, auch ein Steuerberater darf sich gar nicht Steuerexperte nennen. Also als Steuerberater darf man sich gar nicht als Steuerexperte nennen, weil ich muss mich erkenntlich zeigen als Steuerberater. Das heißt, aber ein Steuerexperte darf sich jeder nennen. Also auch mein Nachbar darf sich Steuerexperte nennen. Ihr Nachbar darf sich Steuerexperte nennen. Mein kleiner Bruder darf sich Steuerexperte nennen. By the way, der ist 12 und ja, der kann sich auch Steuerexperte nennen. Also als Steuerexperte habe ich keinerlei Ausbildung, die ich mitbringen muss. Ich habe unter Umständen auch keinerlei Fachkompetenz. Und so ist es in der Praxis meistens auch, dass der Steuerexperte, sage ich mal, vielleicht oberflächlich mitreden kann. Also als Steuerexperte kann ich schon ein gewisses Grundwissen haben, was ich mir vielleicht auf ein, zwei Seminaren angeeignet habe oder durch ein, zwei Bücherlesen angeeignet habe. Aber das war es dann meistens auch schon. Also oberflächlich kann der Steuerexperte dann beraten und das ist eigentlich auch schon der Fehler, denn ein Steuerexperte darf gar nicht beraten. Also eine individuelle Steuerberatung ist dem steuerberatenden Beruf vorbehalten. Ja, auch aus gewissen Gründen, da komme ich gleich noch dazu. Das heißt, als Steuerexperte bin ich nur oberflächlich in die Themen drin. Ja, und der Teufel steckt ja wie immer im Detail. Wenn es dann in die Tiefe geht im Steuerrecht, da hört es dann auch meistens schon auf. Und da müssen Sie jetzt höllisch aufpassen, denn beim Steuerberater, da haben Sie die Sicherheit, wenn er den Titel hat und Ihnen auch was berät, dass er dafür auch haftet. Denn als Steuerberater muss ich, um diesen Titel zu erlangen, muss ich eine Haftpflichtversicherung abschließen, auch eine Steuerberatungsgesellschaft. Die muss eine Haftpflichtversicherung abschließen, sonst darf sie den Titel gar nicht führen, was natürlich auch zur eigenen Sicherheit ist, wenn man eine Falschberatung macht, sage ich mal, und ein Vermögensschaden entsteht, damit man hier, sage ich mal, durch die Haftpflichtversicherung abgesichert ist. Aber in der Regel macht der Steuerberater keine Falschberatung, deswegen hat er ja die hohe Fachkompetenz. Aber wir sind auch nur Menschen, also passieren kann da natürlich mal was. Aber dann ist auch der Mandant abgesichert, denn er weiß, hey, mein Steuerberater, der hat eine Vermögenshaftpflichtversicherung und die haftet dann im Ernstfall auch, wenn hier ein Schaden entstanden wäre. Der Steuerexperte, der braucht keine Versicherung und der haftet auch nicht und so ist es dann in der Praxis auch. Denn die oberflächliche Beratung, die wird dann meistens auch vielleicht falsch noch umgesetzt und wenn dann irgendein Schaden entsteht, ja, dann ist der Steuerexperte so schnell weg, wie er auch wieder da war. Das heißt, er haftet hier nicht. Und ist auch ganz schnell auf seiner Finca in Mallorca. Also Sie haben dann als Mandant das Problem, hier Ihren Schaden geltend zu machen, weil Sie hier unter Umständen vielleicht eine falsche Beratung bekommen haben. Also das ist schon mal der erste große Unterschied zwischen dem Steuerberater und Steuerexperten, dass hier auch der Steuerberater mit einer Haftpflichtversicherung für den Mandanten auch
haftet, wenn Fehler passieren. Der Steuerexperte eben nicht. Der zweite Punkt ist, warum ist es auch so gefährlich, sich von einem Steuerexperten da individuell beraten zu machen, was hier schon rechtlich gar nicht erlaubt ist. Das heißt, da sieht man schon, okay, ans Recht, sage ich mal, hält man sich da nicht so. Also muss man auch aufpassen dann bei steuerlichen Gestaltungsmodellen, weil da kommt es auf so viele Steuerarten auch manchmal an und es kann sehr und es ist auch oft sehr, sehr komplex, nicht nur in der Branche, vor allem dann auch in der Umsetzung, ob es jetzt Umwandlungsthemen sind, Neugründungen oder Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer, da gibt es so viele verschiedene Themen und die kann natürlich der Steuerberater beraten und auch erkennen, der Steuerexperte nicht, denn solche Sachen ändern sich natürlich auch mal. Ja, die Gesetze ändern sich laufend, ja, und der Steuerexperte, der bildet sich meistens nicht laufend fort. Der Steuerberater schon, der Steuerberater muss sich auch in dem Fall laufend fortbilden, damit er hier auch immer auf der Höhe bleibt und immer beraten kann, sage ich mal, und immer in die Gesetze, in die neuesten Gesetzeslagen auch zugrunde legen kann. Denn was vielleicht vor 2 Jahren steuerlich ging, geht vielleicht heute nicht mehr. Und hier kann man eben teure Fehler vermeiden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Sie immer, wenn Sie in die Umsetzung gehen und natürlich auch davor, wenn Sie sich beraten lassen, zu einem Steuerberater gehen und das Ganze nochmal absichern oder mit einem Steuerberater erarbeiten, weil da haben Sie dann die Sicherheit, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Und wenn Sie teure Fehler vermeiden wollen und gute strategische Beratung suchen und einen strategischen Steuerberater suchen und keinen selbsternannten Steuerexperten, dann melden Sie sich gerne bei uns unter anfrage@koeber.de oder schicken Sie uns eine Anfrage über unsere Homepage www.koeber-partner.com. Die Kontaktdaten sehen Sie unten eingeblendet und lassen Sie sich strategisch und vor allem auch rechtssicher beraten. Wir setzen das Ganze natürlich auch mit Ihnen um und betreuen Sie auch laufend vom Finanzamt, denn gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihre Steuern. Natürlich gibt es auch bei Steuerberater und Steuerberaterinnen trotz des Titels nicht immer einen Garant für eine hohe Fachkompetenz oder eine gute strategische Beratung. Deswegen muss man auch den richtigen Steuerberater für das richtige Thema auswählen. Und wie finde ich denn jetzt den richtigen Steuerberater? Denn natürlich gibt es ja auch verschiedene Typen an Steuerberater. Es gibt nicht den besten Steuerberater, sondern es gibt 2 Typen an Steuerberater. Einmal den laufenden Steuerberater, der macht die Kommunikation mit dem Finanzamt, der hält die Fristen ein, der macht die Steuererklärung. Das ist auch ganz wichtig, aber der berät mich nicht strategisch, denn dafür gibt es den strategischen Steuerberater, der mich strategisch berät, das Ganze mit mir umsetzt und auch eine hohe Fachkompetenz hat, die auch jedes Jahr wieder neu sozusagen geprüft wird, indem er sich laufend fortbildet, damit hier auch wirklich nichts schief geht. Und wenn Sie jetzt zu einem strategischen Steuerberater gehen, dann gibt es zum Beispiel ein Indiz, wo Sie schon mal erkennen, ist der ein Typ für mich, ein Steuerberater, berät der mich in die Richtung oder eher nicht? Und zwar, indem Sie ins Impressum schauen vom Steuerberater. Also wenn Sie sich von einem Steuerberater beraten lassen und zum Beispiel steuerliche Gestaltungsberatung wünschen in Form von Kapitalgesellschaften oder Stiftungen und Sie sehen im Impressum, der Steuerberater ist selber noch ein Einzelunternehmer oder in einer Partnerschaftsgesellschaft, also in einer Personengesellschaft, ja, dann kann ich nicht erwarten, dass der mir eine Kapitalgesellschaft berät oder dass der mich über, dass der die Vorteile in der Kapitalgesellschaft kennt, weil er hat es ja selber nicht mehr umgesetzt. Oder zum Beispiel, Sie wollen, interessieren sich für eine Holdingstruktur oder eine Stiftung und dann schauen Sie ins Handelsregister oder schauen ins Handelsregister und holen sich die Bilanzen der Steuergesellschaft und sehen, der Steuerberater ist an seiner GmbH persönlich beteiligt, gar nicht mit einer anderen GmbH. Das heißt, der hat gar keine eigene Holdingstruktur. Ja klar, berät er Sie dann auch nicht zur Holdingstruktur oder kann Ihnen die Vor- und Nachteile aufzeigen, weil er es hier selber nicht erkannt hat. Deswegen für mich wichtig ist, dass man hier zu einem Steuerberater geht, zu einem richtigen Steuerberater und der einem natürlich auch das beraten kann, was er auch selber umgesetzt hat. So ist es zum Beispiel bei uns. Wir sind eine strategische Steuerkanzlei. Wir haben alle Strategien, die wir den Mandanten beraten, auch selber umgesetzt. Wir haben eine Holdingstruktur. Ich habe meine eigene Stiftung. Auch die Steuerberater, die bei uns tätig sind, nutzen die Strukturen und so können wir auch garantieren, dass wir auch für Sie das individuelle und perfekte Modell finden und nicht nur beraten, sondern auch laufend betreuen und auch in der Praxis umsetzen, weil wir wissen, wo der Teufel im Detail steckt, weil wir es natürlich auch selber für uns umgesetzt haben und kennen die ganzen Vorteile. Das heißt, wenn Sie einen strategischen Steuerberater suchen und für Sie ein steueroptimales Konzept wollen, dann melden Sie sich gerne bei uns über anfrage@koeber.de. Oder kommen Sie über unsere Homepage www.koeber-partner.com. Die Kontaktdaten sehen Sie jetzt hier unten eingeblendet. Und lassen Sie sich von uns strategisch beraten, dass für Sie das steuerlich optimale Ergebnis rauskommt. Wir setzen das Ganze natürlich auch noch mit Ihnen um.
und betreuen Sie laufend vom Finanzamt, dass hier wirklich nichts schief geht. Denn gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihre Steuern.